Hallo und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Flash Contest. Wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon entnommen habt, schauen wir uns heute ein Mewtwo an. Und zwar nicht irgendeines, sondern die X-Entwicklung, nämlich diese hier. Und weil ich es so cool finde, wenn wir sie direkt mega entwickeln, dachte ich mir, ich warte auf euch noch. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal die Mega-Entwicklung an. Mewtwo X verwendet physischen Attack Damage. Ist, ja, die Werte sind relativ ausgeglichen, aber mehr dazu schauen wir uns natürlich jetzt an. Also hier sehen wir schon relativ ähnlich alles. Physical Attack wird mit 153 relativ hoch. Danach kommt Speed, Physical Defense und Leben mit 133 und dann Special Attack, was es hier nicht verwendet, und Special Defense mit 120. Also sehr ähnliche Entwicklung, also sehr ähnliche Attribute zwischen 153 und 120, ist jetzt nicht so viel Spielraum. Was ich auch interessant finde, es heißt nicht Mewtwo X, sondern Mewtwo XL. Also das finde ich schon irgendwie ganz krass. Aber ich finde es vor allem auch sehr schön, dass es Physical Attack Damage verwendet. Hier unten, schauen wir mal, was könnte man hier? Ja, ein bisschen Speed könnte man machen. Aber ich denke, hier Lion Strike wäre theoretisch am besten für Mewtwo X, da es einfach ein Kraftprotz ist und Damage austeilt. Aber was es noch so drauf hat, seht ihr jetzt. Nächstes haben wir Pressure, das ist die Ability Improves Self 5% Physical Attack. Wundert mich nicht, so eine Ability habe ich erwartet. Nächstes haben wir Drain Punch. Ein Energy Draining Punch. The user's HP is restored by half the damage taken by the target. Causing Fighting Type Physical Attack Damage, 50% of damage will change to self HP cooldown 2 rounds. Also, die Leben des Anwärters werden restored, also werden, wie soll ich sagen, werden wieder, bekommt man wieder zurück. Bezogen auf die Hälfte des Schadens, die man von dem Ziel nimmt. Also das ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, verwirrend. Das werden wir besser dann im Kampf nochmal sehen, denn ich habe Mewtwo X, wie ihr es gerade eben gesehen habt, erst vor ein paar Sekunden bekommen. Deswegen habe ich noch nicht damit gekämpft. Aber auf alle Fälle Fighting Type, Physical Attack, also von Typ Fighting und Psycho. Das finde ich super, also Psychic. 50% des Schadens werden in eigene Leben umgewandelt. Ganze 2 Runden Cooldown. Also man kann sich hier relativ gut heilen. Dann als nächstes Psychock oder Psychoshock auf Deutsch. Materialize an odd psychic wave to attack enemy causing psychic type special physical attack damage. 10% chance to make enemy chaotic for 2 rounds. Range single skill power 75. Also relativ stark. Was hat die andere? Hier hat 70, hier 75. Psychoattacke sehr schön. Greift leider nur einen Gegner an und man kann Gegner wie soll ich sagen, verwirren. Das Ganze für 2 Runden, deswegen konnte man auch Accuracy als Fähigkeit auswählen. Aber das ist jetzt hier ein bisschen überbewertet, sag ich jetzt mal. Jetzt haben wir Aura Sphere. Loser Blast Aura of Power from deep within its body causing Fighting Type Physical Attack Damage. Also nichts Besonderes, Fighting Type Physical Attack Damage greift nur einen Gegner an, aber dafür mit Skill Power 80 extrem stark. Und als letztes haben wir die Ulti. The monster attacks target at full power, causing fighting type physical attack damage. The skill has higher chance to critical strike. Range single skill power 130, also auch nichts besonderes. Fighting type physical attack, aber skill power ist mit 130 relativ stark oder wirklich stark. Und hat eine hohe Chance kritisch zu treffen. Alles in allem schöne Attacken, es hat auch sogar eine, womit es sich ein bisschen heilen kann. Hier habe ich jetzt momentan das hier drin, nämlich Muscle Band, damit physische Attacken erhöht werden, und zwar alle. Ihr könntet natürlich auch noch, dafür switchen wir hier ganz oben, bam bam, hier Black Belt nehmen für die Feigen-Type-Attacks, wäre auf alle Fälle eine gute Wahl, da es 3 Feigen-Type-Attacken hat. Natürlich könntet ihr auch Metal Coat nehmen für die Psycho-Attacke, doch da es nur einer hat, wäre das Verschwendung gegenüber den anderen Attacken. Trainiert und so habe ich noch gar nichts, ich habe lediglich hier in die Skills ein bisschen was investiert. Doch jetzt starten wir direkt in einen Kampf und schauen uns mal das neue Mewtwo XL an. Und ich komme immer noch nicht darauf klar, dass XL heißt und nicht X. Guck mal, haben wir irgendwas mit 2 Millionen? Ja, erstmal gegen Enchi. Enchi hat nämlich ein relativ standardisiertes Team. Eines, das man relativ früh schon bekommt oder bekommen kann. So, dann schauen wir doch erstmal. Ampharos, kein Fall nach oben, kein Fall nach unten. Gewaldro, selbe. Und Glurak auch. Finde ich schon mal sehr schön. Starten wir doch direkt mit dieser Attacke. Ja, schöner Strahl. Das ist die Psycho-Attacke. Die Animation ist in Ordnung. Dafür, dass es Mewtwo schon relativ früh gibt, zwar noch nicht die X-Entwicklung bzw. Y, aber allgemein Mewtwo gibt es relativ, oder gibt es schon lange, deswegen finde ich es nice. Hier, bam, erstmal Schilde weg.
Und jetzt wäre es natürlich super, wenn hätten wir schon mal ein paar Leben verloren. Okay, hier haben wir jetzt das liebe Ampharos verwirrt. Jetzt setzen wir hier mal diese Attacke ein. Ja, okay, ist einfach nur eine Healing-Attacke. Hälfte von dem Schaden, mein Austeil wird geheilt. Wenn ihr das jetzt auch noch mit Healing und mit Absorb sowie mit Synthese koppeln würde, könnte es sich von fast gar keinem Leben auf maximal wieder hochhalten. Bam. Also die Ulti ist auch schön. Es ist wirklich sehr, sehr stark. Dadurch, dass auch die Verteidigungswerte und das alles relativ hoch ist. Also alles über den Mittelwert. Es ist natürlich top. So, und wie ihr sehen könnt, ich ärgere jetzt hier einfach mal ein bisschen die Gegner, dass ich jeden so gleich angreife, weil mir einfach gerade der Kampf Spaß macht. Mewtwo ist eines der ersten Pokémon und ja, es macht einfach Spaß, hier mit durchzurasieren. So, und jetzt haben wir auch hier ein bisschen mehr Leben verloren, okay. Also es geht hier wirklich ganz gut ab, muss man sagen. Es macht Spaß. Ein bisschen verwirrt, greift mich zwar an, aber jetzt ist es down. Ja, also Mewtwo X ist schon, ich sag mal so, für den Kampf ist es die bessere Wahl als Mewtwo Y, auch wenn sich Mewtwo Y relativ gut heilen kann. Aber man darf natürlich jetzt nicht vergessen, dass Mewtwo Y auch noch ein Supporter-Pokémon ist und deswegen braucht man es natürlich auch. Ich sag mal so, jeder sollte für sich entscheiden, ob er eher die Supporter-Fähigkeit braucht oder erst eher Mewtwo im Angriff. Dementsprechend sollte er dann die Mega-Entwicklung durchführen. Auf alle Fälle hat es sich gelohnt, meines Erachtens nach, auf Mewtwo X zu warten oder XL. Denn, ja, es ist einfach stark. Es hat Top-Werte. Hier unten, wie gesagt, noch Lion Strike mit rein, denn verwirren musst du jetzt den Gegner nicht unbedingt. Da kannst du auch einfach einen Fondoros mit ins Team nehmen. Dadurch, dass es von Team Psycho und Fighting ist, könnte man jetzt zum Beispiel auch hier ein Fighting Arceus mit reinnehmen. Dadurch wird Mewtwo nochmal geboostet. Man könnte hier auch zum Beispiel ein Cobalion mit reinnehmen, denn Cobalion profitiert ja von Fighting-Type-Attacks und da ist Mewtwo natürlich eine super Wahl. Ebenso wie Tapu Lele. Also zum Beispiel ein Team Mewtwo XL, Tapu Lele und zum Beispiel Cobalion wäre super. Oder auch anstatt Tapu Lele, wenn man es schon im Psycho-Team hat, dann noch Cobalion oder Viridium mit reinnehmen. Dann hat man ein sehr schönes Fighting-Type-Team. Und kommt relativ gut klar. Auch hier in den Server Gyms wird natürlich Mewtwo X sehr gut gebraucht werden. Also hier genau bei Fighting Type. Denn da gibt es jetzt nicht allzu viele. Es gibt zwar jetzt Buzzwole oder Pheromosa. Aber bis man die bekommt, könnte es auch eine Zeit lang dauern. Und Mewtwo hat man ja schon relativ früh die Möglichkeit zu bekommen. Beziehungsweise von Anfang an gibt es Mewtwo ja schon für die universellen Charts und deswegen eine Top-Wahl. Und ja. Bisschen kürzer das Video, aber was ich sehen wollte, habe ich gesehen. Ich hoffe, ihr habt auch alles gesehen. Sollten noch Fragen sein, einfach in die Kommentare. Ich werde es auch auf alle Fälle mal wieder in dem neuen Modus testen. Und morgen wird auch wieder das Turnier weitergehen mit dem Psycho-Team. Vielleicht, wenn es euch ja dieses Format gefällt, könnte ich auch andere Teams, also andere Typ-Teams machen. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, Flug-Team mit Rayquaza und Tornados ist super, aber welches wäre noch das dritte, dann schaue ich mal, dass da noch was rankommt. Aber ja, jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dann, noch einen schönen Tag. Bis dann.